Wir stellen uns eine Frage heute Morgen. Was soll das? Wir können es ja schon nicht mehr hören, glauben schon gar nicht. Aus Jamaika wird GroKo und aus der wird Koko und jetzt wird's Loco. Also verrückt. Seit Wochen bekommen unsere Politiker keine neue Regierung zusammen. Und umso erstaunlicher ist es dann, dass sie sich in einem Punkt dann offenbar dann doch relativ schnell alle einig geworden sind. Es geht um die Erhöhung der Bundestagsdiäten, also um die Einkünfte der Abgeordneten. Diese sind in den letzten 4 Jahren um 1.300 Euro knapp auf 9.542 Euro pro Monat gestiegen. Und jetzt sollen die Diäten sogar automatisch, also ohne öffentliche Debatten, erhöht werden. Ist das gut oder ist das Quatsch? Manche Leute wissen ja nicht, wo sie noch von leben sollen. Und die tun sich jedes und jedes Mal ihre Diäten erhöhen. Ne? Finde ich ungerecht sowas. Das ist ein Verarsch, auf Deutsch gesagt. Weil ich mir denke, es gibt so viele Menschen, die einfach viel mehr arbeiten, also viel härter arbeiten und jetzt nicht ständig mehr Geld kriegen. Sie sollten erstmal ihre Hausaufgaben machen und dafür sorgen, dass man für die Bundesrepublik Deutschland eine vernünftige Regierung schafft. Ich denke immer so, das ist das Richtige, was sie schon machen, sonst wird das Land nicht so laufen, wie es läuft. Und ja, da kann man natürlich vielleicht auch ein bisschen mehr, glaube ich, dafür ausgeben, dass die Leute halt auch weiterhin so die Arbeit machen, wie sie sie machen, oder? Es ist nicht abzusehen, was es für eine Regierung gibt und wann die kommt. Und schon auch nicht ein Unding, dass man sich dann aber die Diäten einfach erhöht, so nebenbei. Ich würde dann jetzt zu meinem Arbeitgeber sagen, so, ich möchte ab morgen ein höheres Gehalt haben oder für den nächsten Monat mal sehen, was der mir antwortet. Ja, was würde der wohl antworten? Heute Nachmittag soll dieser Antrag dann ganz einfach durchgewunken werden, und zwar ohne öffentliche Beratungen. Was halten Sie von der Diätenerhöhung, gerade jetzt so quasi als vertrauensbildende Maßnahme? Diskutieren Sie mit bei unserem Diskussionsforum am Morgen auf unserer Facebook-Seite vom Frühstücksfernsehen.